Yo Leute, mein Name ist Julian Zito, willkommen zu Millionären Jordans und heute geht es um das Thema, wie wirst du ein erfolgreicher Influencer? Ja, nicht unbedingt mein favorisiertes Video, aber viele haben mir zu dem Thema geschrieben und ich habe letztes Mal bei Instagram so durch die Stories getippert und da wurde mir so angezeigt, so eine Werbung von einem Influencer-Coaching irgendwie. Ja, und dann habe ich mir das mal durchgelesen, ist ganz lustig, muss ich irgendein Online-Marketing-Team zusammengesetzt haben und will jetzt wissen, wie man ein großartiger Influencer wird. Und es ist immer so ein bisschen bedenklich. Also, guck mal, das können smarte Leute sein. Ja, ich unterhalte mich auch mit smarten Leuten, mit Firmenchefs, mit allem Möglichen. Aber diese Influencer-Welt ist irgendwie so ein Ding für sich selber. Das muss man schon wirklich gemacht haben. Das ist eigentlich wie jeder andere Beruf. Es wird nur leider so runtergeredet. Ja? Das ist alles nur, die stellen sich so alle nur dahin und dann verdienen sie Kohle und dann reisen um die Welt und so weiter. Also ganz so einfach ist es nicht. Und das ist nun mal ein Beruf. Ja? Das ist ein Beruf geworden. Wer das nicht akzeptiert, ist meiner Meinung nach einfach ignorant. Und deshalb sollte man vielleicht nicht für diesen Beruf reden. Also ich mache jetzt auch kein Coaching zum wie werde ich Arzt. Ja, bitte entschuldigt, dass ich hier ab und zu links rüber gucke. Ich bin nämlich kein guter Influencer in Sachen PowerPoint-Präsentation. Ja, dafür wäre ich nicht der richtige Influencer. Ich habe mir mal so eine Top 5 zusammengestellt, um euch das so ein bisschen näher zu bringen, wie man ein guter Influencer wird. Ist es überhaupt wirklich erstrebenswert? Das ist nochmal eine ganz andere Frage. Ich bin jetzt an den Zahlen gemessen, kein ultra übertriebener Influencer. Ich habe nicht 5 Millionen Follower, sondern irgendwas roundabout 150. Habe mir meine authentische Reichweite irgendwo auch aufgebaut, indem ich Produkte released habe, genau. Und da müsst ihr immer sehen, ich bin einen Weg gegangen, der jetzt nicht unbedingt das Normalste ist. Ja, also viele Influencer machen das anders. Bei mir war das immer im Vordergrund, dass ich Unternehmer bin und geile Produkte rausdonner und ich nehme sie, ja, genauso wie ich das 10-Wochen-Programm selber auch gemacht habe, und das einfach dann sage quasi. Ja, das ist mein Influencing. Und am Anfang war es einfach Bedeutsamkeit. Ich würde sagen, das ist immer noch zum bestimmten Teil so, aber man muss auch sagen, dass ich auch viele andere Dinge wie Familie und so weiter im Leben habe, die mir die Bedeutsamkeit mittlerweile geben. Ich habe das aufgearbeitet. Früher war es aber, ich will der King sein überhaupt. Ja, ich will der Tollste ever sein. Will ich natürlich immer noch. So, Punkt Nummer 1. Biete deinen Kunden Mehrwert. Viele denken, ach, ich werde jetzt einfach mal Influencer und dann mache ich eigentlich mehr oder weniger, ist das eine Dia-Show. Ihr geht in Urlaub und macht Fotos von euch. So, und dann ladet ihr die hoch und schreibt was Hübsches. Macht noch 18.000 Hashtags dahinter, damit man euch leichter findet. Und dann habt ihr statt 40 42 Likes. So, auf eure Bilder. Das ist nicht unbedingt Influencen, das ist eher Dia-Bilder, ein Hobby. Macht Spaß und ist toll, so ein bisschen zu zeigen. Man bekommt vielleicht von seinen Freunden noch ein bisschen Feedback und so weiter. Man hat sein eigenes Fotoalbum, ja, was man später noch zeigen kann. Ich meine, wer macht so viele Fotos von sich früher, wo es noch nicht sowas gab? Ne, wenn ich mal so ein bisschen scrolle, dann gucke ich auch, ey, geil, ich war in dem Land, ah, oh, ja, geiler Moment und so weiter, ich erinnere mich daran. So, das ist dann halt wirklich ein Hobby. Das andere ist Mehrwert bieten. Dann geht es so schon in die Richtung Profi werden, wenn man daran gut ist. Man kann Entertainment machen, Ron ist ein typischer Entertainer, ja. Man kann Infos verbreiten, ja, da gibt es Leute, die irgendwelche Tutorials hochladen, dich über Training, Ernährung aufklären, über alles Mögliche, ihr wisst selber, mir fällt jetzt nicht mehr ein, das Training und Ernährung, aber jede Berufsgruppe quasi oder alles, was man generell erlernen kann, gibt es halt Info und es gibt Infotainment, so ein bisschen der Mix daraus. Ja, ich würde mich vielleicht sogar da in die Sparte schon zählen. Bisschen mehr zu entertainen und auch eigentlich relativ viel Infotainment. Und viele schreiben mir dann, ja, ich mache das alles, aber ich kriege keine Follower. Ja gut, aber dann bietest du vielleicht nicht den Mehrwert. Ja? Oder deine Kunden mögen es nicht, wie du diesen Mehrwert rüberbringst. Deine Kunden, sage ich schon, deine Zuschauer. Ne? Also der Köder muss ja dem Fisch schmecken und nicht unbedingt den Angler. Es sei denn, du bist ein authentischer Influencer, der Bock auf die ganze Nummer hat. Ja? Dann ist beides der Fall. Dann schmeckt es nämlich dir, ja, dem Angler und dem Fisch auch. Das ist eigentlich der Top-Zustand. So geht es mir so eigentlich. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen, ich mache das eigentlich ziemlich gerne, was ich mache. Das ist einer der schönen Seiten an meinem Beruf. Und es schmeckt anscheinend aber auch dem Fisch, also euch. Ja? Und deshalb ist es wichtig, dass du auch deine Zuschauer kennst. Das ist Punkt Nummer 2. Guck dir mal deine Insights an. Bei Instagram gibt es ganz viele schöne Tools und du kannst dir mal angucken, wer so deine Zuschauer sind. Und es kann sein, dass wenn du dich die ganze Zeit am Ausziehen bist, ja, du bist eine Lady, du hast irgendwie deine 200.000 Follower, 200.000 oder 50.000 oder was weiß ich, und dann guckst du dir mal deine Insights an und dann sind 90% Männer und davon sind 80% aus
Saudi-Arabien oder sowas, dann ist es nicht per se schlecht. Ja? Und du musst nicht unbedingt Klicks gekauft haben. Das ist immer eine ganz andere Sache. Das ist ein außenstehender Punkt. Wer sowas macht, ist ein Vollidiot. Tut mir leid. Das ist immer nur dumm. Also es ist einfach unglaublich dämlich. Tut mir leid. Und auch falsch. Egal, mach, was du willst. Du hast dann halt, du musst dir dem halt bewusst werden, warum du diese Follower hast. Diese Follower hast du dann vielleicht nicht, weil du sympathisch bist oder weil du etwas gut rüberbringst, sondern weil du dich ausziehst, was auch vollkommen okay ist. Also ist jetzt überhaupt nicht negativ gemeint, sondern die Basic deines Kanals ist, deinen wunderschönen Körper freizügig zu präsentieren. Und du bist vielleicht dazu noch sympathisch. Ja? Hat mir auch jemand letztes Mal gesagt, habe ich gesagt, du, auf deine Bilder klicken die Leute, weil sie eine schöne Person sehen und du dich toll stylen und toll fotografieren kannst. Ja, aber vielleicht bin ich auch noch sympathisch. Ja, aber das ist zweitrangig bei deinem Kanal, was aber gar nicht schlimm ist. Es ist ja eine Top-Eigenschaft trotzdem dazu, sympathisch zu sein und die Leute vielleicht nett zu influencen, die sie auf den richtigen Weg zu führen, über Zufriedenheit zu reden oder sonst irgendwas. Aber in erster Linie bist du jemand, der schön auf Fotos aussieht und sich gut präsentieren kann. Fertig, aus. Ja, das heißt also, kenne deine Zuschauer, kenne deinen Kanal. Guck, welche Sprache die sprechen. Ja, viele switchen dann um auf Englisch, aber haben gar keine englischen Zuschauer, sondern wollen sich einfach nur größer machen, als sie sind. Oder umgekehrt. Du sprichst die ganze Zeit Deutsch, aber der Großteil deiner Leute kommt aus dem Ausland. Ne? Dann ist es wiederum die Frage, ob du das Ganze beruflich machst und für wen das Ganze gut ist. Und dazu kommen wir gleich. Auch ob du vielleicht irgendwann mal ein Produkt am Start hast oder für Produkte wirbst, ist wichtig, dass du deine Insights kennst. Du musst deine Zuschauer kennen. Es ist nicht einfach nur Diashow mit Hashtags und go. Dann ist es ein Hobby und es ist auch vollkommen in Ordnung. Alles Weitere erfordert Anstrengung, Wissen und besser werden, wie in jedem anderen Beruf. Die Leute wollen nebenbei ein Top-Influencer werden oder mehr Reichweite bekommen. Das ist ein Beruf. Es ist eine eigene Berufung. Versteht ihr das? Das heißt, du kannst nicht einfach Arzt werden oder Pilot, indem du dir nicht die Sachen aneignest. Aber Arzt und Pilot sind auch viel krassere Sachen, für die man ein Studium braucht. Ja, richtig. Und für Influencing brauchst du meiner Meinung nach ein gewisses Talent, ja, und dann einfach auch eine Weiterentwicklung. Ja, du musst dich ständig neu erfinden. Du musst up-to-date bleiben. Du musst die neuesten Tools nutzen. Es ist eine Wissenschaft für sich und es ist so wichtig geworden, dass Firmen Milliarden da reinbrettern. Und es wird schon seinen Grund haben. Die Firmen sind nicht alle doof und die Welt ist nicht einfach so blöd geworden oder irgendwas, ja, sondern es wird schon irgendwo seinen Grund haben. Und deshalb, wenn du diese Sache machst, nimm es als Hobby oder mach es ernst. Ja, dann gib aber auch wirklich Gas. Nämlich Punkt 3, kenne dein Ziel. Dein Ziel kann sein Wachstum um jeden Preis. Ja, das siehst du bei, ich nehme immer wieder das Beispiel, was ich aber überhaupt nicht schlimm meine, bei Frauen, meine Frau zeigt sich auch manchmal im Bikini, ja, aber der Kanal ist nicht darauf aufgebaut. Das ist ein wunderbares Beispiel. Alina ist für mich eine Top-Influencerin. Die hat jetzt auch nicht 5 Millionen Follower, die hat ihre 230, aber ihr guckt sie an allererster Linie wegen Sympathie und dem, was sie rüberbringt. Und vielleicht in zweiter und dritter, wie sie aussieht, dass sie auch mal ein Bikini anhat und so weiter und so fort. Und das macht mich unheimlich stolz. Ja, das heißt aber nicht, dass es andere schlechter ist. Aber wenn dein Ziel Wachstum um jeden Preis ist, ich kenne da viele Leute, die kenne ich, seit sie 50, 60k irgendwie haben. Und dann hat man richtig so diesen Turn gemerkt, immer mehr Unterwäsche, immer mehr Bikini, immer mehr Hintern, immer mehr Brust. Und so auch die absoluten Wachstumsraten. Natürlich kommt dann der Großteil nicht aus der Dachregion, also Deutschland, Österreich, Schweiz, sondern eher aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, Mexiko und so weiter und so fort. Also von aller Welt, die sehen mich irgendwo dann eine heiße Mieze bei Instagram, ups, gehen raus und liken. Ja, das ist okay. Und wie gesagt, du musst dir dem nur irgendwo auch bewusst sein. Was ist dein Ziel? Wachstum um jeden Preis? Dann ist das eine sehr gute Strategie. Also wenn Alina um jeden Preis wachsen wollen würde, dann müsste sie sich einfach immer nur freizügig hinstellen. Ja, ganz easy. Aber das ist nicht das Ziel von Alina. Ja, ist das Ziel Spaß? Ja, das würde ich eigentlich schon fast jedem empfehlen, dabei auch eine gewisse Freude zu empfinden. Ich weiß, dass es viele gibt, die das wirklich nur noch, oh, jetzt muss ich wieder ein Foto machen, jetzt muss ich ein Foto machen, du Arme oder Armer. Ja, das ist dann vielleicht langfristig gesehen nicht gesund, diesen Beruf auszuüben.
Ja, aber viele haben dabei einfach Spaß, sehen jetzt nicht unbedingt im Vordergrund, dass sie das im Beruf haben wollen, vielleicht nebenbei eine Einnahmequelle, aber nicht unbedingt zum Beruf machen wollen, und dann behaltet diesen Spaß. Also ich kenne genügend Influencer, die ihre 20, 30.000 haben und meinen jetzt unbedingt von diesem Beruf leben zu müssen. Das ist noch kein Ansatz. Ja, ihr braucht da auch Substanz hinter. Und das heißt wiederum, was ich bei Punkt 2 gesagt habe, der Mehrwert für den Zuschauer. Wenn ihr dem keinen Mehrwert bietet, und der das vor allem nicht annimmt, er muss den Mehrwert auch annehmen, sonst ist es kein Mehrwert. Mehrwert ist nur ein Mehrwert, wenn der Kunde das auch annimmt. Ja, das kann noch so geil sein, das Ganze. Dein Zuschauer muss es geil finden. Ist dein Antrieb Geld? Wer von vornherein sagt, ich möchte gerne Influencer werden, weil ich viel verdienen will, ich habe so gut wie niemanden gesehen, der das gepackt hat. Ich würde immer wieder über den Mehrwert gehen. Genauso, wenn ich ein Unternehmen gründe, gehe ich auch über den Mehrwert, anstatt zu sagen, ich möchte jetzt damit 15 Millionen Euro Umsatz machen. Das ist meiner Meinung nach kein gutes Ziel. Das können manche, aber ich kann euch da keinen Tipp geben, weil ich da nicht gut drin bin. Ganz einfach. Und das dümmste Ziel von allen ist es, einen Sponsor zu finden. Das wird euch nicht dazu befähigen, meiner Meinung nach ein guter Influencer zu sein. Ich habe noch nie jemanden gesehen. Noch nie. Irgendwann kann man davon träumen, mal zu sagen, ey, ich würde gerne, aber was... Das kann doch nicht der Traum sein. Das kann doch nicht das Ziel deines Kanals sein. Was ist denn, wenn das nicht passiert? Also du musst eine weitere Intention haben, deinen Influencer-Kanal super geil zu machen, immer up to date und immer mit geilem Mehrwert, außer dass du gesponsert werden möchtest. Das kann nicht das Ziel sein. Ich weiß, dass das irgendwo in der heutigen Zeit das Nonplusultra ist. Ich bin halt irgendwo, es hört sich jetzt sehr altbacken an, anders aufgewachsen in der Social-Media-Welt. Bei mir gab es das Wort Influencer noch nicht. Als Zilla damals mein 10-Wochen-Programm gemacht hat, war er mein Kunde. Er wurde dann zum Influencer irgendwie. Ja, ich auch für mein eigenes Programm und meine Kunden im Endeffekt auch. Aber das Wort Influencer habe ich, glaube ich, das erste Mal 2014 irgendwann gehört oder 15. Und da gab es das nicht. Also ich bin da irgendwie anders rangekommen. Ne? Und deshalb, einen Sponsor zu finden, das ist keine gute Wahl, so ranzugehen. Das muss noch einen höheren Grund geben. Ja. Viertens, Alleinstellungsmerkmal. Wie bei vielen anderen Dingen, die ich sage, sollst du eine Fähigkeit haben, die du herausmeißeln sollst. Und ob du nun witzig bist, gut singen kannst, gut tanzen kannst, gut aussiehst, einen tollen Arsch hast, einen geilen Bizeps hast, schlagfertig bist, ja, also vor der Kamera gut reden kannst, auch sehr gut jetzt mit Insta-Story und IGTV und so weiter, ob du gut verkaufen kannst, ob du ob du ein Autodidakt bist, ob du Infos aufnehmen und gut vermitteln kannst, suche dein Alleinstellungsmerkmal. Da hat mir jemand gesagt, ja, ich sag in jedem Video, hey, bla bla bla, hey, hier ist, Und ich so, das ist dein Alleinstellungsmerkmal, dass du sagst, hey, und dann deinen Namen? Das ist also dein Alleinstellungsmerkmal. Dann hast du es nicht ganz begriffen. Das ist doch kein Mehrwert für den Zuschauer. Der Zuschauer schaltet jetzt nicht immer ein, weil der sagt, sag mal, hey, ich heiße Hans. Das ist doch kein Alleinstellungsmerkmal, sondern bei mir war es zum Beispiel die Motivation. Ich habe mich jetzt nicht unbedingt durch meinen wunderschönen Körper, ich habe auch mal ganz sehr gute Zeiten gehabt, aber da sahen Leute viel besser aus. Aber ich konnte gut motivieren. Ich war immer der Typ Motivation Monday, der Gas gegeben hat und sich halt nicht unterkriegen lassen im Endeffekt. Ja, und wenn du was gut kannst, dann zeig es den Leuten. Es ist wie beim Unternehmen gründen, wie bei der Selbstständigkeit. Wenn es dein Beruf werden soll, dann musst du es nun mal herausschreiben. Du bist auf der interessantesten Werbeplattform dieser Zeit. Das wollte ich sagen. Ja, auf der interessantesten Werbeplattform dieser Zeit. Also schrei es doch bitte heraus. Ganz einfach. Bitte kauf dir keine Klicks. Bitte hör nicht auf Leute, die sagen, hey, ich kann dir 300 Follower innerhalb von... Bitte hol dir mit 30, 40.000, keine Social-Media-Agentur. Diese Agenturen, meine Fresse, was da für Scheiße vermittelt wird, das ist unfassbar. Die Leute haben ihr erstes Produkt, bevor die in irgendeiner Art und Weise relevante Zuschauer haben. Die haben 80% aus dem Ausland und machen für die Dachregion Produkte. Die machen auf Deutsch E-Books für 20% ihrer Zuschauer, ja. Nehmen wir mal ein ganz einfaches Beispiel. Das ist so lustig. Die haben 100.000er Kanal, ja. Davon kommen 30% aus der Dachregion, ja. Das heißt also 30.000. Davon ziehst du dann nochmal die unter 16 und über weiß ich nicht was ab.
ja, dann bist du dann bei 25.000. Dann ziehst du von denen nochmal ab, männlich-weiblich. Das ist vielleicht nur auf Mädels zugeschnitten. Du hast aber 70% Männer. Dann bist du nochmal bei weniger und so weiter. Und dann hast du irgendwann 5.000 relevante Leute, von denen dann 1% was kaufen. Und 1% ist in der heutigen Welt ein ganz hoher Ansatz. Ja? Eher 0,1%. Und dass du verkaufst also etwas, bevor du dir relevante Reichweite geschaffen hast. Du verkaufst also von Anfang an irgendeinen Scheiß zu deinen Leuten, und diese relevanten 5.000 Leute sind abgeturnt davon, dass du jetzt schon am Verkaufen bist, obwohl du doch noch nicht mal irgendwie Relevanz aufgebaut hast. Darin sehe ich große Probleme. Ja, dass es, wie gesagt, jeder nur noch damit tut, um gesponsert zu werden oder ein Produkt zu erschaffen oder sonst was. Und das ist halt der, sobald du ein Produkt hast, ist doch irgendwann Stopp mit Wachstum. Ja, da musst du genau sehen, ob du den richtigen Antrieb hast, Influencer zu werden. Und Nummer 5, das Wichtigste überhaupt, keine Angst vor Kritik. Meine Fresse, wo ich angefangen habe mit YouTube-Videos, habe ich nur auf die Fresse von Freunden, von Personal Training-Kollegen und so weiter, nur auf die Fresse bekommen. Ja? Wer sagt irgendwie, die top-deutschen Influencer mit ihren 3, 4, 5 Millionen sind alles Luschis? Was meinst du, wie die Mädels, wie oft die haben, du bist eine dumme Schlampe unter ihren Kommentaren stehen haben? Über Jahre müssen die sich, du Hure, du Schlampe, du kriegst doch nur Klicks, die müssen sich die ganze Scheiße reinziehen. Den ganzen Tag. Über Jahre hinweg. Mach das mal. Ja, und dann aber zu sagen, die haben nichts drauf oder irgendwas, ja. Und am Anfang wurde man noch belächelt bis zum Abwinken. Die Zeitungen, die Politiker, alle waren nur noch am, Influencer ist das überhaupt. So richtig von oben herab, so richtig eklig. Gönn dir das mal, ja, über Jahre, und sei mal ein Pionier in deiner Berufsgruppe und komm dann mal nach oben mit deinen 5 Millionen Likes. Dann hast du die Scheiße einfach verdient, da kannst du mir erzählen, was du willst. Und wenn du das auch willst, dann musst du mindestens die Basic schaffen. Und es ist natürlich neben Anstrengung Kontinuität. Ja, Content is King, hat man früher gesagt. Jetzt sagt man eher Community is King. Also du musst dir deine Community schaffen, der du Mehrwert bietest. Ständiger Content natürlich darüber. Und dann gib dir mal die ganze Scheißkritik, die dann auf dich einprasselt. Ich habe mit Ärzten und Piloten geredet, die dann Influencer wurden, auch mittlerweile sehr erfolgreich sind. Aber die haben mir am Anfang geschrieben, Julian, wie gehst du mit diesem Hate um? So ist die Welt, Leute. Wenn ihr influenzen wollt, ja, dann müsst ihr einfach da durch. Früher gab es ganz wenige Influencer. Da gab es einen König und mit seinen Lords. Ein König und seine Lords. Und es waren nicht immer die, sagen wir mal so, gnädigsten. Ja? Und die waren dafür bestimmt quasi, dass man zu ihnen hinaufschaut. Und jetzt will jeder Influencer sein. Ich will jetzt nicht sagen, Influencer sind Könige oder sonst irgendwas. Aber die Aufmerksamkeit, die bekommen die wie damals irgendein König von weiß der Geier. Ja, von Konstantinopel. So. Und ob das so gesund ist, ob du damit umgehen kannst, nochmal eine ganz andere Frage. Ich wollte das Video jetzt eigentlich abschließen, aber ich muss jetzt unbedingt noch was sagen. Und zwar, diese Anerkennung, dieser, ach, du bist die Tollste, du bist der Geil, geiles Bild, das war in einer Berufsgruppe, nämlich Königen, vorbehalten. Und es ist eine sehr ungesunde Sache, ständig Lob und Kritik zu bekommen. Ständig bewertet, sehr ungesund. Und du solltest unbedingt deine Persönlichkeit entwickeln, ja, während du dann Influencer wirst. Weil es gibt genügend Miezen da oben, die so eine Psychos geworden sind, weil sie diesen ganzen Ruhm und diesen ganzen Kritik gar nicht verkraften. Deshalb ist eine Persönlichkeitsentwicklung, ich werde gerade angerufen, sorry, deshalb ist Persönlichkeitsentwicklung auch konträr zu dem Ganzen. Darum ist es gar nicht so einfach. Wenn du deine Persönlichkeit extrem entwickelst, ist sie komplett konträr dazu, im Internet zu wachsen, groß zu werden, Macht zu erlangen quasi. Ein sehr zweischneidiges Schwert. Und ich wünsche jedem, dass er das macht und an den Punkt kommt, wo er sich sagt, ich mache das Ganze aus Spaß, vielleicht auch noch aus Berufsgründen, aber ich bin nicht mein Kanal. Damit meine ich einfach, sagen wir mal, du wirst kritisiert, dass du es nicht persönlich nimmst. Eine ganz wichtige Sache. Aber dass du das Lob auch nicht zu persönlich nimmst und denkst, du bist der König der Welt. Das wünsche ich jedem. Julian Zietlow, Millionär Jones.